So Leute, der Shop wird sich jetzt gleich aktualisieren. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu seid. Würde mich mega, mega freuen. Und mal schauen, ob wir heute einen neuen Skin oder ein neues Emote reinbekommen werden. Und oh, wir haben endlich diesen Skin reinbekommen, der ja schon, glaube ich, seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr geleakt worden ist. Ich glaube, das ist schon so lange her. Krass, der ist endlich am Start. Das ist auf jeden Fall ein abgeänderter Skin, der sah nämlich aus wie ein Hase. Also der Kopf wurde komplett abgeändert. Ich fand ganz ehrlich die Variante davor besser. Eigentlich gibt es davon auch noch einen verschiedenen Stil. Okay. Ja, so gefällt mir der Skin jetzt nicht. Ist jetzt nicht mein Fall. Ja, wie sieht das Backpack aus? Auch jetzt nichts Besonderes, würde ich mal behaupten. Ach, man muss Herausforderungen abschließen. Habt ihr das hier oben gesehen? Oben rechts, genau hier, schließe Gemini-Herausforderung ab. Dann bekommt man wahrscheinlich die Stile. Sieht man die Stile hier? Nee. Okay, komisch. Naja, egal. Dann haben wir hier auf jeden Fall diese krasse Tarnung, die schon ziemlich heftig ist. Erinnert mich so ein bisschen an die Diamantentarnung aus Black Ops. Dann haben wir hier Sakria, ziemlich heftiger Skin. Aber die Flügel zu groß. Was gibt's hier noch? Eine Spitzhacke. Ja, auch nicht schlecht. Gut, dann haben wir hier noch die männliche Variante quasi. Finde ich überhaupt nicht nice. Nee, gefällt mir nicht. Dann haben wir hier die überteuerte Spitzhacke hier. Aber cool animiert. Und gibt dazu noch einen Gleiter. Nee, nichts. Dann haben wir gut schütteln. Mega witziges Emote, war jetzt auch gar nicht so oft im Shop. Was gibt's hier noch? Ist es neu? Das ist neu, ne? Winkelfuß habe ich noch nie gesehen im Shop. Ja, ganz okay. Ganz okay. Weil hier steht nicht neu oder so. Rote Verteidigerin, ganz okay. Hat einen auswählbaren Stil, der irgendwie verbuggt ist, der hier nicht erscheint mit so einer Mütze. Dann haben wir hier Volleymeisterin. Ist jetzt, glaube ich, schon des Öfteren im Shop gewesen. Ja, geht einigermaßen klar. Dann haben wir hier Träumerfüße. Und zu guter Letzt haben wir hier den Eisbrecher. Coole Spitzhacke, hat einen nicen Sound. Nicht überteuert, kann man sich gönnen. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Shop-Video.